Christian Jung mit bei uns. Und jetzt, liebe Zuschauer, lasst uns gemeinsam der Halle das Dach weglupfen. In der Heimat von Christian Jung wird. Oh ja! Das ist einfach Gänsehaut-Feeling. Holy moly. Also ich hoffe ja immer noch auf eine Kollaboration mit Nils, zwischen den Onkels und Jungwirt. Das wäre für das Stadion doch der absolute Hammer. Das wäre noch mal eine andere Hausnummer. Ich würde es ja auch so extrem feiern. Also falls ihr zufällig der Tourmanager von den bösen Onkels zuschaut, hey, wir hätten da so eine bescheidene Idee. Den ganz normalen Wahnsinn. Ja. Darauf, dass alles endet. Und auf ein neues Jahr. Da gibt es noch mal eine letzte Umarmung für seinen Coach, für seine Trainingspartner. Und hört euch das an, liebe Zuschauer. Die Hans-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart steht Kopf. Und das zu Recht. Die Halle bebt. Man sieht aber auch, wie fokussiert Jungwirt ist. Ein fast schon meditativer Zustand. Hat sich auch über die letzten Tage komplett abgeschottet aus dem Social Media Geschehen. Und jetzt kommt der König von Stuttgart. Ja, ich bin gespannt.